Ladeinfrastruktur muss angebotsorientiert funktionieren. Das heißt, wir müssen dem Kunden ein Angebot machen und der muss dann sagen, okay, super, da draußen stehen überall Schnellladesäulen, ich kann mir ein E-Auto kaufen. Mhm. Und nicht, ich kaufe mir ein E-Auto und hoffe darauf, dass dann irgendwann Industrie, Politik etc. nachziehen. Mhm. Ich bin Johannes Pallasch, ich bin einer der Leiter der Nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur. Und wir treten dafür an, dass das Laden noch einfacher wird und dass es ausreichend Ladepunkte in Deutschland gibt. Heutzutage braucht ja jeder ein Reallabor. Wir haben auch eins. Hier rechts drin testen wir, wie die Mobilität der Zukunft aussieht und wie man sie lädt. Ja, hallo, herzlich willkommen aus der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur hier in Berlin am Tauentzien. Bei uns zu Gast auf dem Kanal ist heute Johannes. Herzlich willkommen. Johannes, ich möchte mal einsteigen mit einer ganz kurzen Frage. Du fährst an der Autobahnraststelle raus, du kommst an der Tankstelle vorbei. Die ist überdacht, die ist beleuchtet, da gibt es mehrere Zapfsäulen, einige sind frei, da ist auch ein Shop. Du könntest dir vielleicht einen Kaffee holen, nachdem du getankt hast. Du weißt aber auch, 50 Meter weiter hinten im Dunkeln, da steht irgendwo nicht überdacht, nicht beleuchtet, eine vielleicht nicht funktionierende oder belegte oder blockierte Ladestation. Vorne gibt es fossilen Kraftstoff, da hinten gibt es Ökostrom. Was machst du? Ich verstehe natürlich das Problem, auf das du abzielst. Die Wertigkeit der Ladestandorte auf den Korridoren und anderswo, die muss natürlich noch dramatisch nach oben verändert werden. Und an der Stelle habe ich es auch zum Beispiel nie verstanden, das Pendant Wasserstoff zum Beispiel findet immer unter einem Dach statt. Mhm. Beim Laden, wo ich ja dann noch länger stehe, hat man das immer verneint. Sehen wir anders. Wir sehen auch die Überdachung, gerade bei den Schnelllade-Hubs. Das wollen wir zukünftig auch ermöglichen. Und das wird natürlich spannend, wenn wir gleich über das Thema 1000 Standorte und Ausschreibung reden. Mhm, genau. Jetzt ist ja das Thema Elektromobilität, geht ja gerade so. Ja, eigentlich kann man sagen, es geht endlich durch die Decke. So, wir sind ja Ende 2020. Die Zulassungszahlen von Elektroautos, die steigen immer weiter. Und doch gibt es immer noch eine ganze Menge Leute, die sagen, nee, E-Mobilität ist nichts für mich. Wir kriegen auch immer so das Feedback, es liegt eigentlich gar nicht direkt an den Fahrzeugen, es liegt an der Ladeinfrastruktur. Ist es vielleicht so ein Punkt, dass man manche Dinge beim Aufbau von Ladeinfrastruktur, wie eben zum Beispiel Überdachung, wie zum Beispiel Beleuchtung, wie zum Beispiel, wo steht so eine Ladestation? Ich meine, du weißt ja selber, manchmal stehen die wirklich echt irgendwo an der Stelle, wo man sich fragt, so, wieso stehen die eigentlich da? Mag das ein Thema sein, dass, so, dass man bei der Planung bestimmte Dinge wirklich bisher vergessen hat? Würde ich bejahen. Ich glaube, wir haben es mit der Entwicklung zu tun. Das Elektroauto, als es angefangen hat vor 10 Jahren, da hat man Use Cases noch anders definiert. Da hat man ja auch versucht, bei jeder Gelegenheit auch irgendwie eine Schippe Strom nachzulegen. Da sind wir heute ja auch weiter mit größeren Batterien. Wir haben andere Verhaltensmöglichkeiten. Das Thema Schnellladen hat eine stärkere Gewichtung. Und wir haben die Themen immer außen vor gelassen, weil sie ein Kostenfaktor sind. Mhm. Weil wir gesagt haben, die Wirtschaftlichkeit ist eh schon so schlecht. Wo soll denn auch das Geld herkommen für meinetwegen ein Dach, eine Bewirtschaftung? Selbst ein Mülleimer erzeugt Kosten, weil er muss regelmäßig geleert werden. Das sind aber Dinge, die wir glauben, an großen Standorten zukünftig zu ermöglichen. Und das beste Beispiel ist, wenn man sich jetzt anguckt, was da in Hilden entstanden ist. Sensationell. Mhm. Dieser Ladepark in Hilden. Da stehen Bänke, ich meine, der Bäcker ist super, da ist sogar, was mich fasziniert hat, als ich da war, da gibt es sogar ein Fressnapf für den Hund und Wasser für die Katze, falls man die mitbringt. Ne? Also wir müssen in eine ganz andere Wertigkeit rein, ne? Mit den großen Standorten vor allem. Jetzt hat Tesla in diesen Tagen den 20.000. Supercharger aufgebaut, das ist klasse. Ich kann mich noch zu Ritter erinnern, du wahrscheinlich auch noch, vor ein paar Jahren war das so, da haben sich Ministerpräsidenten, Verkehrsminister, Bundeskanzlerin ablichten lassen, wenn in Deutschland irgendwo mal, ich übertreibe es mal, ein Triple Charger aufgebaut wurde. Das war großartig. Wie denkst du heute, wenn du so eine Bilder siehst? Ja, so ein Triple Charger, das ist ja gefühlt auch schon, also für das Thema Mittel- und Langstreckenmuseum. Mhm. Der hat ja seine Berechtigung da, wo es nochmal ums Zwischendurchladen geht, wenn ich sage, okay, ich habe jetzt einen Supermarktparkplatz oder irgendwas anderes, aber in der Regel sehen wir natürlich auf der Reise nach 2030 ganz andere Leistungsklassen. Hier sehen wir vor allem große Standorte, die viele Ladepunkte haben und deren Ladepunkte in der Regel dann auch bis 300 kW Leistung eine Ladung ermöglichen können. Triple Charger ist wirklich doch so eine Zeitreise zurück. Mhm. Ne? Aber ist es nicht vielleicht auch ein bisschen so, ich habe erst gestern wieder gelesen, dass auch die Automobilhersteller
gerade auch die Deutschen immer noch so ein bisschen sagen, nee, also wir sind nicht für den Aufbau der Ladeinfrastruktur verantwortlich. Ja. Wir sehen ja jetzt an dem Beispiel Tesla, die haben das für sich von Anfang an mitgedacht. Sie sehen das auch, zumindest wird es so kommuniziert, da muss man keinen Profit mitmachen. Ich gebe mal nur so wieder, was man halt so liest. Und sie sind ziemlich erfolgreich damit. Ich kenne keine Ladestation, die von BMW, Audi, Daimler oder so irgendwo steht. Muss es vielleicht auch nicht geben, aber müssen vielleicht doch die Automobilhersteller, die haben ja auch gesagt, sie wollen 15.000 Ladestationen schaffen. Ich glaube nicht, dass was davon schon entstanden ist. Müssen die Pkw-Hersteller nicht stärker in die Pflicht genommen werden? Aus deiner Sicht oder aus eurer Sicht? Also die grundsätzliche Frage, die dahinter steckt, ist ja, wo soll die Investition für diese Infrastruktur eigentlich herkommen? Mhm. Also der Staat steht ja bereit mit umfangreichen Mitteln. Also das, was jetzt durch den Verkehrsminister bereitgestellt wird, ist ja wirklich sehr umfangreich. Wir reden hier über mehrere Milliarden Euro. Aber jetzt ist die Frage, gerade im Kontext Förderung, wo kommt dieses Co-Investment her oder das Hauptinvestment, weil wir fördern meistens den kleineren Teil. So, und da reden wir intern eigentlich vom Investor Mikado. Also wer rührt sich da zuerst oder zuletzt, um das, diese Aufgabe zu übernehmen? Und ich weiß doch, so bei lukrativen Standorten, da gibt es ganz schnell Leute, die sich darum kümmern und darum reißen, aber so in der Breite und in der Masse stellt sich schon die Frage, wer investiert in diese ganzen Ladepunkte? Mhm. Und am Anfang waren es vor allem auch die großen Energieunternehmen, die gesagt haben, ah, okay, da können wir was machen. Im Bereich Schnellladung sehen wir das immer noch, aber im Bereich Normalladung wandert der Staffelstab gerade zu den Kommunen. Mhm. So, und die Kommunen sollen es jetzt richten. Jetzt muss man sich aber fragen, ob die Kommunen dafür überhaupt Geld haben und ob sie überhaupt diese Kompetenzstand heute haben. Und das ist in einzelnen Fällen definitiv der Fall. Also Beispiel Hamburg zum Beispiel. Ne? Die haben jahrelang oder bis heute machen die eine sensationelle Arbeit. Aber man könnte ja auch sicherlich eine Handvoll große Städte in Deutschland nennen, wo einfach gar nichts passiert. Mhm. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir eigentlich in der Fläche eine Ladeinfrastruktur auf die Straße für den Kunden, die genau all die überzeugt, die heute noch zögern, und mit welchem Instrument? Mhm. Flächentool ist ja unser jüngster Nachwuchs, ganz frisch, gestern zur Welt gekommen. Und die Idee dahinter ist, dass wir auf der einen Seite Leute haben, die Flächen haben, aber keinen Investor für Ladeinfrastruktur. Und auf der anderen Seite, wir haben Leute, die Technologie haben und auch investieren wollen, aber keine Fläche. Also das Bottleneck Fläche wollen wir dadurch auflösen. Und in dem Flächentool können Leute ihre eigenen Flächen einstellen und dann in Kontakt treten mit Investoren. Das ist eine Hilfestellung vor allem auch für die kommende Ausschreibung, aber auch für alle anderen Förderthemen, die bei uns laufen. Und wir sind sehr gespannt, wie viele Flächen dort dann am Ende auch eingetragen werden. Wir lobbyieren auf jeden Fall oder wir bewerben das Thema massiv bei den Kommunen. Bei Kommunen haben natürlich folgendes Problem. Die müssen für ihre Bürger ein Angebot schaffen, eine Ladeinfrastruktur, haben aber eigentlich nicht die Mittel und haben auch nicht unbedingt Lust darauf, das selber alles zu planen, aufzubauen, zu betreiben. Und hier ist ein guter Handshake auch gerade für Kommunen zu sagen, okay, ich biete ein Grundstück an und kriege dafür Ladeinfrastruktur für meine Bürger. Und wir haben uns ja immer gefragt, wie können wir eigentlich Ladeinfrastruktur koordinieren in Deutschland? Und das macht man nicht durch Telefonate, das macht man nicht durch Treffen, sondern das macht man durch gemeinsame Methodik. Und das ist der Trick am Standort-Tool, dass wir alle auf die gemeinsame Methodik bringen und wir dann in einem Bild Ladeinfrastruktur ausbringen und in Deutschland aufbauen. Standort-Tool ist unser zentrales Planungsinstrument für ganz Deutschland. Damit können wir berechnen, an welchen Standorten wir Ladeinfrastruktur brauchen und vor allem auch, wie viele Ladepunkte jeweils. Und das Gute ist, das ist ein gemeinsames Instrument von Bund und Bundesländern. Wenn ich an eine Tankstelle fahre, dann sehe ich, das weißt du selber, habt ihr das gerade auch gesehen bei der Herfahrt, ich habe keine Tankstelle gesehen, bei der es nicht mindestens ein oder zwei große Schilder gab, bei dem man von außen schon sehen kann, du weißt, worauf ich hinaus will, was der Sprit kostet. Ich persönlich kenne nur eine einzige Ladestation, bei der man zwar nicht von außen, aber zumindest an der Ladestation, wenn man seine Karte ranhält, sehen kann, was der Ladevorgang kosten wird. Und ich kenne viele, die sagen, das ist etwas, was mich abhält von der Elektromobilität, weil sie sagen, das ist für mich zu intransparent. Ich möchte nicht vorher erst in eine App gucken müssen, bevor ich weiß, was wird mich das kosten. Wann aus deiner Sicht oder werden wir jemals das bei Ladeinfrastruktur auch haben, dass wir eine höhere Preistransparenz bekommen? Ja, das Thema Preistransparenz hat ja langen Bart an der Stelle. Als ich zur NOW kam, gab es das Thema schon auf europäischer Ebene, weil immer noch geklärt werden muss, wie muss auch die Transparenz zwischen den Kraftstoffen herstellen. Da ist man jetzt ja durchaus ein paar Schritte weiter und wir werden sicherlich auch irgendwie bald erleben, dass dann
an der Tankstelle außen, an der Stele, dann auch der Preis für die Kilowattstunde steht. Das hilft mir aber noch nicht in Summe für das Gesamtnetz, weil ich habe natürlich Standorte, wo ich keine Stele habe. Mhm. Und wie kriege ich da die Information? Das muss durchaus geklärt werden und sollte auch einheitlich geklärt werden. Und ich würde es auch noch mit der Frage verknüpfen, wie ist denn die Preissetzung überhaupt an der Stelle? Also Ad-Hoc-Preis und der Preis, den ich dann für den Ladestrom bekomme, da gibt es ja durchaus erhöhte, schon große Differenzen. Mhm. Ich glaube, der Ad-Hoc-Preis könnte ein guter Anhaltspunkt sein, ne, für den Kunden, um zu sagen, okay, hier erfahre ich so eine Orientierungsgröße. Ne. Was uns grundsätzlich vorschwebt im Kontext der Ausschreibung, ist auch, dass wir sagen, okay, der Preis für das Ad-Hoc-Laden sollte sich nicht großartig unterscheiden vom B2B-Preis. Der Kunde sollte eigentlich entscheiden, ob er dann quasi sagt, er kommt mit der Kreditkarte oder lieber mit seinem Fahrstromvertrag. Mhm. Nur, wir haben draußen heute eine Vielfalt, die natürlich verwirrend ist. Ne? Mhm. Das Thema Preis ist ja etwas, auch neben der Verfügbarkeit von Ladeinfrastruktur, was ja viele umtreibt. Wenn ich sehe, wenn ich mal so ein bisschen zurückblicke, dann stelle ich eigentlich fest, nicht nur ich, sondern auch viele, die sich damit beschäftigen, man hat das Gefühl, die Preise für öffentliches Laden, die gehen wirklich steilst nach oben. Es wird, also da gibt es ja inzwischen schon Ladeanbieter, die verlangen zum Teil fast 1 Euro pro Kilowattstunde. Ja. Ist es nicht vielleicht eine Folge von zu viel Bürokratisierung, von zu viel auch technischer Anforderung an Ladeinfrastruktur? Also jetzt zum Beispiel soll ja bei der neuen Ladesäulenverordnung, jetzt sollen die Säulen auch noch diese Kommunikationseinheit haben, dass sie melden, ob gerade da geladen wird oder nicht. Das ist natürlich für mich als Kunden klasse, wenn ich eine Ladung plane. Ich sehe schon vorab, da ist frei oder ist nicht frei. Aber ist das nicht wieder so ein Preistreiber, der wieder dazu führt, dass wir dann wieder die nächste Preisrunde sehen? Also ich glaube nicht, dass dieses jetzt erwähnte Feature dann quasi der große Preistreiber ist. Mhm. Die großen Kostenblöcke sind ja Netzanschluss, dann die baulichen Tätigkeiten und natürlich auch Hardware. Aber wenn ich jetzt quasi noch eine Modifizierung an der Hardware vornehme, das ist, glaube ich, verkraftbar. Von daher ist die Frage, wie kriegt man das jetzt in den Bereich rein, dass es bezahlbar ist? Ich persönlich habe mich darauf eingestellt, dass wir möglicherweise Standorte haben, die sehr lange vielleicht nicht wirtschaftlich sein werden. Also wir reden hier über die sogenannten saisonalen Standorte, die im Sommer eine riesen Nachfrage erfahren, ansonsten über das Jahr quasi wenig Nachfrage haben. Also es gibt so Autobahnstandorte in den Voralpenregionen, da haben wir genau das Phänomen. Und da stellt sich da eben schon die Frage, auf welchem Level baue ich die denn jetzt aus? Stichwort Queuing. Da ist eine Wirtschaftlichkeit sehr schwer. Und verbunden dann natürlich dann mit dem Fahrstrompreis, den ich dort bekomme. Ein Euro für eine Kilowattstunde ist natürlich definitiv zu hoch. So, und da muss man fragen, wie komme ich denn da runter? Weil ich nicht sehe, dass jetzt quasi Benzin oder Diesel dann so sprunghaft teurer werden, dass man da irgendwie auf Augenhöhe kommt. Also muss der Strompreis runter. Wir haben da aber viele Bestandteile drin, wie EEG-Umlage, Netzumlage und. Die werden wir nicht wegbekommen. Wir werden nicht substanziell den Strompreis runterdrücken können. Von daher ist schon die Frage, was ist eigentlich ein angemessener Preis an der öffentlichen Ladesäule? Also die Frage stellen wir uns auch. Aber die kann man nicht abschließend beantworten. Ja, es ist halt klar, du weißt es ja, wir haben diese Gespräche auch. Da kommt einer und sagt, ja, ich habe einen Diesel, der verbraucht 4 Liter. Ich zahle im Moment nicht mal 1 Euro an der Tankstelle und jetzt sollte ich mir ein Elektroauto kaufen, das verbraucht 15 Kilowattstunden. Und wenn ich öffentlich laden muss, hier, was weiß ich, in Berlin, zahle ich inzwischen, keine Ahnung, 39, 44 Cent für die Kilowattstunde. Da fasse ich mir an den Kopf und sage, ich tue was für den Klimaschutz und werde auch noch abkassiert, in Anführungszeichen. Das ist ja eine Situation, die so nicht bleiben kann. Weil dann kommen wir ja nicht weiter. Weil für viele ist das Argument Ökologie und so weiter ja ganz nett. Mhm. Aber irgendwo am Schluss heißt es dann doch so, ich muss es ja auch bezahlen können. Das ist ein spannender Punkt, weil die Diskussion hat man ja oft. Ne? Und dann kriegt man dann entgegengehalten, aber bilanziell über das Jahr gesehen, wenn du zu Hause lädst, dann ist das gar nicht so schlimm. Und ich sage, ja, aber ich zum Beispiel, man schließt ja gerne von mir auf andere dann an der Stelle, ich habe keinen Parkplatz. Ich stehe im öffentlichen Straßenraum in Neukölln. So, und ich bräuchte dann regelmäßig dann den Zugriff auf einen solchen Ladepunkt. Und wenn ich dann eigentlich immer auf Basis von 39 oder 49 Cent lade, dann ist das einfach mal sauteuer. So, und darauf haben wir ehrlich gesagt keine Antwort. Und deswegen muss man natürlich schon auch stark über den Preis diskutieren. Ne? Also, weil das ist ein zentraler Hebel, um ganz viele Leute dann auch zu bewegen, weil die Leute rechnen. Ne?
Müssen so rechnen. Ich meine, das Fahrzeug ist schon teuer und wenn dann auch der Betrieb dann noch teuer ist, stimmt die Story nicht. Ne? Von daher, so die Debatte läuft. Ihr habt euch bei der Nationalen Leitstelle ja auf die Fahne geschrieben, Laden einfacher zu machen, Laden besser zu machen, auch sicherlich Einfluss zu nehmen auf die Planung. Wo kommen Ladestationen hin? Wo ist es am besten? Ich hatte gerade gestern wieder ein Gespräch von einem Bekannten von mir, der wohnt in Berlin-Lichterfelde. Er hat gesagt, ja, er würde ja ein Elektroauto kaufen, aber bei ihm gibt es nirgendwo eine Lademöglichkeit. Warum baut man denn nicht einfach mal in jede, also plakativ, in jede Straße mal zwei Ladesäulen hin? Dann hat man wenigstens, dann sieht man, dass die da sind und kann sich drauf verlassen. Im Moment ist es eher so, dass die Ladeinfrastruktur hinterher hinkt. Ein ungelöstes Problem der Elektromobilität, wie wollen wir diese Quartiersversorgung vornehmen. Wir haben das deswegen auch in den Masterplan Ladeinfrastruktur reingeschrieben unter dem Stichwort Modellquartiere. Das soll nächstes Jahr kommen, dass wir sagen, wir müssen dringend das Thema lösen. Wir müssen wissen, wie machen wir es, wie kann man das skalieren, wie löst man sowas? Also geht man da mit vielen Normalladungen ran oder mit Schnellladung oder was gibt es da für Ansätze? Weil man sich eigentlich immer um das Thema gedrückt hat. Man hat gesagt, ja, das machen wir dann im zweiten Schritt, weil so die ersten Fahrzeuge kommen über die Eigenheimbesitzer und. Nur die Dramatik, die wir jetzt erleben, dass die Fahrzeugzahlen durch die Decke gehen und dass das, was quasi auch durch den Klimaschutz notwendig wird, also größere Fahrzeugmengen, dass die natürlich auch irgendwie in den Quartieren stattfinden muss, das erzeugt einen ganz neuen Druck. Und ich kenne jetzt noch keine skalierbare Lösung, von der wir sagen können, okay, das können wir überall ausrollen, weil es fehlt natürlich ganz klar an der Stelle das Konzept. Es gibt keinen Kümmerer und es gibt auch keine Finanzierung. Und was sich grundsätzlich ändern muss aus meiner Sicht, ist eben dieses Hinterherlaufen. Ladeinfrastruktur muss angebotsorientiert funktionieren. Das heißt, wir müssen dem Kunden ein Angebot machen und der muss dann sagen, okay, super, da draußen stehen überall Schnellladesäulen. Ich kann mir ein E-Auto kaufen und nicht, ich kaufe mir ein E-Auto und hoffe darauf, dass dann irgendwann Industrie, Politik etc. nachziehen. Jetzt ist ja unter anderem beschlossen worden, dass man sagt, okay, an den Tankstellen sollen Schnelllader entstehen. Weißt du ein bisschen mehr darüber? Ich greife das einfach jetzt mal auf, weil du es angesprochen hast. Ja. Soll da pro Tankstelle, sag ich mal, eine Ladestation entstehen oder zwei oder wisst ihr irgendwie ein bisschen mehr dazu? Weil das war schon, fand ich, ein sehr spannender Punkt, der da rausgekommen ist. Ja, also da waren wir natürlich eingebunden und die Geschichte ist auch schon ein bisschen älter. Stichwort Tankstellenversorgungsauflage. Wir haben uns in der Tat gefragt, wo macht das eigentlich Sinn, wo macht das keinen Sinn? Und grundsätzlich sagen wir ja an ganz vielen Stellen, tanken ist nicht gleich laden oder laden ist nicht gleich tanken. Wir werden sicherlich einige Tankstellen brauchen, um quasi gerade beim Thema Schnellladen ein Angebot zu schaffen. Aber ganz viele Standorte werden eben nicht bei der Tankstelle sein. Und deswegen haben wir uns auch immer durchaus kritisch zu Wort gemeldet, haben gesagt, naja, also jetzt pauschal alle Tankstellen zu verpflichten, macht nicht unbedingt Sinn. Ein Teil davon sicherlich, aber dann bitte auch in Abstimmung mit der Gesamtplanung. Aus unserer Sicht eine Chance, um auch wirklich nochmal substanziell Ladepunkte in den nächsten Jahren für den Kunden zu ermöglichen. Andere interessante Standorte können ja auch Verbrauchermärkte sein. Es gibt natürlich so eine Verpflichtung, dass die bis 2025 da bestimmte Dinge schaffen müssen. Wäre es jetzt nicht vielleicht an der Zeit, mit denen nochmal ein bisschen zur Seite zu gehen und die zu beraten? Weil das, was wir so an Feedback haben, ist häufig, dass sie sagen, wir wissen immer noch nicht, was wir da aufbauen sollen. Ja. Also sollen wir AC aufbauen? Ganz viel. Was viele fordern oder viele sagen, es reicht doch aus, wenn da 20, baut da lieber 20 Wallboxen hin mit 3 kW, dann können wir wenigstens, können ganz viele Autos laden. Oder soll man da lieber 10 Schnellladesäulen hinstellen? Die stehen so ein bisschen auf dem Schlauch. Könnt ihr denen oder wäre es nicht die Zeit, denen jetzt ein bisschen unter die Arme zu greifen oder macht ihr das vielleicht sogar schon? Das ist spannend. Ich habe genau dazu gestern mit dem HDE telefoniert. Ich habe gesagt, wir müssen dringend auch die Interessen des Handels mit einfließen lassen, weil ganz oft wird über den Handel gesprochen, aber nicht mit dem Handel. Also, dass wir aus Ladeinfrastrukturszene Sicht haben ein Bedürfnis, wenn es um die Supermarktparkplätze geht und wollen die für unsere Zwecke nutzen. Aber haben wir jemals abgeklärt, ob das eigentlich auch das gleiche Interesse der Supermärkte ist? So, und das merken wir jetzt an ganz vielen Stellen, dass das eben nicht der Fall ist. Die haben natürlich Interesse daran, dass mehr Kunden an ihre Kasse kommen. Die haben aber nicht irgendwie ein wohltätiges Interesse daran, quasi
stellvertretend für eine nicht vorhandene Infrastruktur jetzt in die Bütt zu gehen und das dann aufzubauen. Und ja, wir müssen ja einen Tisch holen. Ich würde gerne mal auf das Thema Förderprogramme nochmal eingehen. Und zwar einfach mal so vielleicht aus deiner Sicht, wenn du das so sagen kannst, oder aus eurer Sicht, viele fragen sich, wir hauen ein Förderprogramm nach dem anderen raus, du hast es ja auch schon angesprochen, und wäre es nicht einfacher, den Strompreis, wir haben das auch schon angesprochen, staatlich, wie auch immer, zu senken, zu subventionieren, dann braucht man diese ganzen Förderprogramme für Wallboxen und Ladestationen und Anreizprogramme nicht, macht einfach den Strom billiger? Das ist interessant. Ich müsste jetzt wühlen auf meinem Rechner. Ich habe tatsächlich mal auch einen solchen Rechner, das ist ganz simpel, ne, für das Wirtschaftsministerium zusammengestrickt, um einfach mal zu belegen, dass das eigentlich gar nicht so teuer wäre. Ne? Bei den Strommengen, die da über fließen, wäre ein Ansatz. Also du meinst jetzt, den Strom zu subventionieren? Ja, man könnte ja auch komplett einfach übernehmen, die Kosten. Oder so, ja, noch besser. Die Spiele gab es am Anfang mal, aber das so, dass letztendlich, wir müssen den Kunden ja auch daran gewöhnen, dass das etwas kostet. Mhm. Das ist ja durchaus klar, auch ein Problem. Wenn man sich erst daran gewöhnt hat, dass alles kostenlos ist, schwierig. So, also auch Strom muss seinen Preis haben, davon sind wir schon überzeugt. Johannes, wir haben über eine Menge Probleme gesprochen, aber Probleme sind da, um gelöst zu werden. Wichtig ist auch, dass man Probleme benennt, damit man klar daran arbeiten kann. Also erstmal danke auch für die ganzen offenen Worte und für das häufige, weiß ich noch nicht, haben wir noch nicht, müssen wir dran arbeiten. Ich glaube, es ist ja auch ganz gut, wenn man die Community, sage ich mal, mit einbezieht, denn da sind ja wirklich schwarmintelligenzmäßig viele Leute, die sich über viele Fragen auch schon mal Gedanken gemacht haben. Zum Beispiel zum Thema, wie baue ich eine gute Ladestation, was muss dann da sein. Aber ich habe mal zum Schluss jetzt noch eine Frage und bitte dich einfach mal wirklich um eine ganz, ganz persönlich, ganz ehrliche Meinung. Dein hast du sicherlich allerbester Freund, ruft dich an, kommt zu dir und sagt, Johannes, du bist doch voll drin in der Elektromobilität und du weißt doch, ich habe da so einen alten Diesel und so weiter und so fort. Würdest du dem Stand heute ein Elektroauto empfehlen oder würdest du sagen, warte lieber noch 3 Jahre? Der Vorteil ist ja, dass die Wartezeiten durchaus inzwischen erheblich sind. Also man könnte jetzt bestellen. Und er findet immer einen Weg, sich rumzureden. Nein, aber in der Tat ist das eine Frage, die oft an mich herangetragen wird, die sich im Privaten vor allem im Kontext meiner Eltern stellt. Mhm. Kann ich es jetzt verantworten, dass meine Eltern durch die Gegend fahren und mich dann ständig anrufen? Ich muss ja auch hier arbeiten. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich meinem Vater gesagt habe, so, jetzt macht euch mal langsam Gedanken, weil A, kommt jetzt die Förderung für die private Wallbox und zum anderen kommen wir jetzt auch mit dem Aufschlag um die Ecke, dieses Backbone in die Infrastruktur reinzuziehen. Also da haben wir jetzt ja gar nicht drüber geredet. Also das spannendste Projekt, das es momentan eigentlich gibt, sind diese 1000 Standorte, die wir ja ausschreiben wollen. Und auf diesen Standorte soll es ja auch dann nicht nur einen Ladepunkt, sondern viele geben. Die werden dann entsprechend durch Standortur berechnet. Und dann haben wir eigentlich das, was wir von Tesla her kennen, im Kleinen, im Großen für alle hier verfügbar gemacht. Und dann gibt es eigentlich keinen Grund mehr zu sagen, ich fahre nicht mehr elektrisch. Mhm. Also ich glaube, das, was ich vielleicht offen gesprochen im letzten Jahr gegenüber Freunden an der Theke eher verneint habe, das werde ich dann ab 2021 konsequent bejahen. Mhm. Das ist ein offenes Wort zum Abschluss. Dann danke ich dir und ich danke vor allem auch dem ganzen Team von der Leitstelle, dass wir heute hier sein konnten. Ihr habt gesehen, es sind noch eine Menge Fragen zu klären. Wir sind aber auf einem offenen Weg. Vielleicht ist es ganz gut, ich habe es schon angesprochen, dass wir ja eine Firma zumindest haben, die diesen ganzen Markt vorantreibt, nämlich Tesla, die es einfach machen und dass wir jetzt hinterherziehen und dass wir vielleicht auch irgendwann nicht mehr sagen müssen, guck mal, Tesla ist schon so weit und dass das ganze Land einfach so weit ist und dass alles wirklich problemlos läuft, egal ob du Mieter oder Eigentümer bist. Das war's für uns heute für dem Interview mit Johannes. Vielen Dank, dass wir bei euch sein durften in der nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. Wir sind sehr gespannt, was in den nächsten Monaten und Jahren auf uns zukommt. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert und einfach auch mal einen Daumen nach oben gebt. Ja, und ansonsten wünsche ich euch allen, dass ihr gesund bleibt, gut in die Weihnachtszeit reinkommt und wir sagen Tschüss vom Townziehen aus Berlin. Ciao, ciao.